denke mal, Nick wird dann von seiner und seiner Familie auch noch reichlich beschenkt. Wir haben auch hier von den Marionetten und so weiter, wir haben da schon in der WhatsApp-Gruppe kräftig gratuliert. Die falsche Taste, die wollte ich. Interessieren, wie handhabt ihr das so? Schenkt ihr euch grundsätzlich immer noch? Oder das bei euch auch so, dass ihr da nur noch die Kinder schenkt bzw. beschenkt werden? Oder ob ja als Erwachsene untereinander euch auch noch beschenkt? Würde mich mal interessieren, wie ihr das so euch handhabt. Auf jeden Fall hier. Haben wir noch 106 Kilometer. Das ist relativ schnell rum. Das wird auch wieder nur eine Folge. Entschuldigung, wieder hochladen werde als Ganzes, werde ich nicht auseinanderschnippeln. Muss ich mich halt häufig das an den ETS setzen, um da was aufzunehmen. Es ist halt, ne, durch die kurzen Touren bleibt das halt nicht aus, da kommt halt kein Material zusammen. So muss man dann halt gucken, dass man da vielleicht in Zukunft doch mal eine etwas längere Tour fährt. So, zack. Das kennt das Spiel mit dem Thumbnail, kennt ihr ja auch mittlerweile. Ich habe keine Ahnung. Jetzt könnt ihr das ja auch mal sehen, wie das so ist bei mir mit ETS. Sobald ich ETS spiele, werde ich müde. Ich weiß auch nicht warum. Ich sitze hier schön gemütlich in der Mittagspause, hab eine Kleinigkeit gegessen, nehme hier auch schön für euch, für mich hier ein bisschen ETS auf. Und dann werde ich müde. Das ist nicht normal. Ich habe das hier gesagt, also bei mir die Müdigkeitssimulation funktioniert da fehlerfrei. Was schon ein bisschen übertrieben. Keine Ahnung, woran es liegt. Beziehungsweise, okay, jetzt in der Mittagspause, ne, man kommt dann halt zur Ruhe und hat dann schon ein paar Stunden gearbeitet und klar, ne, dann, wenn der Körper zur Ruhe kommt, dann schleicht sich schon mal so ein bisschen Müdigkeit ein, aber ich finde, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Jetzt nichts Koffeinhaltiges. Das sollte ich mir vielleicht angewöhnen, hier mal Gläser hinzustellen. Wobei das Etikett ist ja eh nicht ganz zu erkennen. Durch den Greenscreen, der ausgeblendet wird, der blendet dann das Grün von der Flasche dann mit aus. Ist dann ganz praktisch, brauche ich das nicht unkenntlich machen.
wobei ich dann jetzt schon versucht habe, das Etikett zuzuhalten, beziehungsweise so zu trinken, dass man es halt nicht erkennt. Ich meine, wer die Marke kennt, der wird es trotzdem erkannt haben, ja, aber man muss halt zwischendurch auch mal ein bisschen trinken. Ich weiß nicht, was ihr hier macht, aber ich heiz mal hier an euch vorbei. Hätte Project Cars besser auch mal so funktioniert. Fuppei in den letzten Runden mit Mayo hat das ja ähnlich ausgesehen, was wir da veranstaltet haben. Jetzt am Wochenende kommt wieder neues Rennen. Das kann ich hier schon mal ankündigen. Und Bay und ich, wir hatten unseren Spaß, wir haben viel gelacht. War sehr witzig, die Endphase des Rennens. Fast wieder da, 5 Kilometer. Ich weiß nicht, also die Spanier sind irgendwie noch schlimmer mit ihren Kreisverkehren hier. Ja, Wahnsinn. Da nur 7 Tonnen hinten dran haben. Ich glaube, wenn wir hier als Schwerlast unterwegs wären, kämen wir hier gar nicht hoch. So, wo müssen wir denn hin? Da hinten. Okay. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Werkstatt. Vorne ist das Ziel 20 Minuten. Ja, das könnte man vielleicht dann doch kacken. Mann. Für eine 10 Minuten Folge. Ich glaube, das werde ich auch machen. Oder habe ich sogar gemacht. Diese Falle. Nehmen wir doch die Punkte mit. Mal, wo wir hier hin müssen. Korrekturzüge hier draus.
jeden Fall schön, wie sich das hier alles an den Lack spiegelt. So, da haben wir es doch hinbekommen. Absatteln. Fertig. Auswertung, gute Arbeit. Ja, freut mich. Oh, oh, schade. 22 PS abgezogen bekommen. Naja, gut. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis